persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Der ehemalige Profifußballer, der Ole Sutter, appelliert in seinem neuesten Buch für mehr Herzlichkeit. Wieso ihm das Glück der Menschen so am Herzen liegt und wieso man sich eben für das muss mit dem Thema Stress auseinandersetzen, das werden wir heute diskutieren. Ich freue mich sehr, ist er da. Herzlich willkommen, Ole Sutter. Hi, Claudia. Danke. Du hast es gerade rausgebracht, wir sehen es da vorne. Dein zweites Buch, quasi das Follow-up von deinem Bestseller, der bereits 2013 rausgekommen ist. Auch hier geht es wieder ums Glücklichsein und auch hier geht es wieder um das Thema Stress. Wieso ist es dazu gekommen, dass es jetzt ein Follow-up von deinem ersten Bestseller gegeben hat? Ja, weil sich einfach in diesen 3 Jahren doch vieles um das Thema gedreht hat, seit ich das erste Buch herausgegeben habe. Ich selber viele neue Erkenntnisse gewonnen habe zu diesem Thema, viele neue Sachen lernen und schlussendlich ich selber für mich spannend gefunden, nochmal den Prozess durchzumachen vom Buchschreiben, weil der Prozess vom ersten Buchschreiben einfach so lehrreich war für mich. Somit habe ich mir das selber wieder antun. Also ich wollte mir etwas Gutes tun, indem ich das Buch geschrieben habe. Und, geht es eine selbstliebende Aktion eigentlich? Ja, es geht schon um das, weil das ist ja auch eines der Kernthemen. Oder? Wenn du die Sachen, die du machst, für dich machst, dann ist es nicht mehr so wichtig, was die anderen davon halten. Weil der Zweck ist ja schon erfüllt. Also ich habe eine sehr spannende, interessante Zeit gehabt beim Schreiben von diesem Buch. Die Erkenntnis hat wahrscheinlich als Fußballer auch viel geholfen, oder? Wenn du die damals schon gehabt hast. Ja, selbstverständlich. Ich denke, das sind halt so Sichtweisen, wo man mit der Zeit vom Leben, mit den Erfahrungen ein bisschen kultivieren kann und wo man dann zurückschaut und denkt, ja, es wäre vielleicht etwas ein einfacher gegangen. Oder nicht unbedingt einfacher, aber vielleicht hätte ich dann die Zeit etwas mehr geniessen können. Ich hätte dann etwas weniger Stress gehabt. Und dadurch, dass ich weniger Stress hatte, etwas weniger Anspannung gehabt hatte, wäre vielleicht die Performance auch noch etwas besser gewesen. Aber schlussendlich geht es ja auch nicht darum, zurückzuschauen und zu denken, okay, hätte ich doch nur und wenn das wäre gewesen, sondern dadurch, dass ich das nicht hatte und ich es durfte lernen, konnte ich einen persönlichen Entwicklungsprozess durchmachen. Und somit ist alles gut, wie es war. Du hast es vorher angesprochen, in den letzten 3 Jahren hat es noch mal wichtige Erkenntnisse gegeben. Was waren denn die wichtigen Erkenntnisse für dich selbst, die dazu geführt haben, dass du gesagt hast, das willst du jetzt noch mal verarbeiten in einem Buch? Ja, es ist vor allem darum gegangen, so die Vorträge, die ich hatte, noch mal in Buchform hineinzubringen. Und dann habe ich in diesen 3 Jahren habe ich angefangen mit der HRV-Messung, also Herzratenvariabilität der Menschen zu testen, von meinen Klienten mit einem 24-Stunden-EKG. Und dort habe ich natürlich einfach wie auch die Bestätigung bekommen, dass all das, was ich im ersten Buch geschrieben habe, tatsächlich funktioniert. Oder? Und von dem her ist das natürlich auch spannend gewesen, dann so wie einen wissenschaftlichen Hintergrund noch in die Thematik hineinzubringen, anhand von all den Erfahrungen, die ich auch gemacht habe mit der HRV-Messung. Das musst du jetzt genauer erklären. Es geht ums Herz, um das Herz in dem Titel. Was genau misst man denn da? Da redet man ja immer sehr von dem Lebensfeuer, eine Art, die so zentral ist für alles, was ich nachher machen kann. Genau. Es heisst Lebensfeuer, die Messung, aber es geht darum, um die Herzratenvariabilität zu testen. Und dort wird im Millisekundenabstand gemessen vom einen Herzschlag von dieser Erdsacke, wo man so schön sagt, das ist der oberste Punkt vom Herzschlag, zum nächsten. Und die Variabilität vom einen zum anderen Herzschlag hat eine sehr konkrete Aussagekraft über den gesundheitlichen Zustand vom Klienten. Und das ist entwickelt worden von einem österreichischen Gynäkologen, der
das ja schon seit Jahrzehnten wird es gebraucht in der Gynäkologie, um zu schauen, wie es dem ungeborenen Kind geht, ob es gesund ist oder nicht. Auch bei der Geburt werden ja die Herztöne gemessen. Und dort schauen sie die Herzratenvariabilität an. Sobald es die zusammengeht, dann holen sie das Kind raus, dann wissen sie, es geht ihm nicht gut. Aber das Ganze datiert schon viel weiter zurück, oder? In der chinesischen Medizin. Jeder, der schon mal bei einem chinesischen Arzt ist, sieht das Erste, was die machen, die nehmen den Puls. Mhm. Und die machen nichts anderes. Die haben das gelernt. Die Stärke an vom Puls zu nehmen, aber auch die schauen auf die Variabilität. Und ein chinesischer Arzt hat vor 5000 Jahren schon gesagt, sobald das Klopfen oder der Herzschlag so regelmäßig wird wie das Klopfen vom Specht, geht es noch 4 Tage und der Patient ist tot. Also von dem her, von dieser Aussage sieht man einfach, dass es ziemlich konkret ist, was die Aussage von dieser Variabilität dann heisst. Und je variabler so ein Herzschlag ist, also je grösser der Unterschied das dort ist, je flexibler ist ein Organismus. Und Flexibilität hat sehr viel mit Lebendigkeit zu tun, mit Gesundheit zu tun. Weil das sehen wir gerade bei den Kleinkindern, bei unserer ganzen Entwicklung. Oder im Kleinkindalter sind wir sehr, sehr flexibel, wie Gumpiböllen. Da kannst du machen und tun. Die haben unglaublich viel Energie und das lebt. Oder? Und dann, wenn man so die Entwicklung des Menschen anschaut, je älter wir werden, die Flexibilität geht ein bisschen weg. Meistens nicht nur körperlich, sondern auch ein bisschen geistig. Und das endet dann nach unserem Ableben in der Totenstarre. Und dann ist dann kein Leben mehr drin. Also somit sieht man so die Flexibilität vom Organismus, die Variabilität vom Organismus, hat sehr viel mit Gesundheit und Lebendigkeit zu tun. Mhm. Um es jetzt ein bisschen handfest zu machen, im Buch sprichst du ja auch sehr über das Thema Stress. Das war ja auch schon im ersten Buch ein grosses Thema. Vor allem im Zusammenhang eben auch mit dem Glücklichsein. Im ersten Moment denkt man ja, gut, das hat jetzt was miteinander zu tun. Es hat sich sehr viel miteinander zu tun. Wenn du jetzt einfach für die Zuschauer könntest sagen, so die 4, 5 wichtigsten Erkenntnisse aus diesen 2 Büchern im Umgang für uns allen, die im Hamsterrad sind und sich jeden Tag mit dem Thema wie schaffe ich Familie und Beruf und dann noch Freunde und gute Beziehung und Vater und Mutter sein und einen Hut zu bringen. Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, die du sagst, muss man berücksichtigen, dass man ein bisschen weniger Stress im Alltag hat? Ich würde es gerade reduzieren auf etwas. Oder? Weil, wenn du fast 5 Themen aufgreifen, dann wird es schon wieder nicht konkret. Ich glaube, so die Essenz, um was es bei meinen Coachings geht, in diesen 2 Büchern geht, bei all dem, was ich mache und was ich versuche zu vermitteln, ist, dass die Einstellung, unsere innere Einstellung zu dem, was uns von außen entgegenkommt, das Entscheidende ist. Es geht nicht darum, dass die Welt außen muss perfekt sein, sondern wir alle wissen, und da müssen wir uns nichts vormachen, dass das nicht der Fall ist und dass das selten so vorkommt, dass alles so läuft, wie wir das gerne hätten und alle so sind, wie wir die gerne hätten. Das ist aber noch kein Problem, sondern wie reagieren wir auf das? Also unsere innere Einstellung definiert, wie es uns geht und wie wir unsere Welt erleben. Und dementsprechend reagieren wir dann auf die Welt. Und die Welt reagiert wieder auf uns. Also es geht immer um die Innensicht. Und so das Realisieren, dass wir haben immer die Wahlfreiheit. Wir können nicht wählen, wie die Welt ist, wie die Umstände sind und was auf uns zukommt. Da haben wir keine Wahl. Aber wir haben immer die Wahl, wie wir darauf reagieren wollen und was wir daraus machen wollen. Und diese Wahl, die steht uns immer frei. Egal, wie schlimm und schrecklich oder wie gut und schön es ist. Und ob es die Leute passen oder nicht, ob sie nett sind oder nicht, spielt keine Rolle. Oder? Und die Wahl zu haben, sich bewusst zu sein, dass wir immer die Wahl, die freie Wahl haben, wie wollen wir reagieren und was wollen wir daraus machen, um das geht es schlussendlich. Und das entscheidet dann auch, wie wir unser Leben leben, wie es uns geht in unserem Leben und wie unser
empfindlich ist und ob wir viel Stress haben, wenig Stress haben, ob wir uns wegen jedem Seich aufregen oder ob wir eine gewisse Gelassenheit haben gegenüber allem, was vielleicht nicht perfekt ist, weil wir wissen, hey, wir können es eh nicht verändern, es ist, wie es ist, aber ich versuche das Beste daraus zu machen. Und das definiert dann schlussendlich, eben, wie es uns geht. Das haben viele auch schon viel gehört. Das Umsetzen ist eine ganz grosse Geschichte. Man ja da auch sehr über Muster reden, was du ja auch sagst. Oder? Also sehr lang geprägte Gedankenmuster, die sich dicke Bahnen im Hirn gebahnt haben. Wie gehst du denn dann? Also meine, dann sagt man schnell, das habe ich jetzt verstanden, aber wie mache ich denn das im Alltag? Dass ich mich wirklich kann, wie neu, so mal innerlich programmieren kann, was meine Gedanken anbelangt. Genau. Das ist immer Prozessarbeit. Oder? Da gibt's keine Pille, da gibt's keine Technik, wo du einfach auf den Knopf drückst. Und das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Oder? Dass ich das meinen Klienten bewusst mache. Oder? Zuerst geht es darum, für sich die Wirkmechanismen, die man drinnen ist, sich das bewusst zu machen. Oder? Dass wir überhaupt wissen, was läuft bei uns ab, wo ist die Automatik drin. Ich habe das so in meinem Buch, in dem habe ich es drin und auf meiner Businesskarte habe ich stehen, alles eine Frage des Bewusstseins. Weil es ist so, wenn ich stehe auf einem Zuggleis und von hinten kommt ein Zug. Ich höre den nicht, ich sehe den nicht und ich nehme den nicht wahr. Oder? Dann überrollt er mich. Mhm. Wenn ich aber dort stehe und den sehe, höre oder wahrnehme, dann habe ich eine Wahl. Dann kann ich entweder mich entscheiden, ich gehe auf die Seite und lasse den Zug vorbei, oder ich bleibe stehen und er überrollt mich. Dann habe ich die Wahl. Oder? Mhm. Wenn es mir nicht bewusst ist, dann habe ich keine Wahl. Das ist mal das Wichtige. Oder? Und zuerst, um was es mir geht in meinem Coaching, dass es ins Bewusstsein kommt, welche Muster das so reaktiv laufen, die aus der Kindheit entstanden sind. Und dann, wenn es uns bewusst ist, dann geht es um achtsam im Alltag mit dem umzugehen. Oder? Jedes Mal, wenn ich in das alte Muster reingehe und nicht Stopp sage, dann gieße ich wieder Wasser auf die alte Mülle und die bekommt immer mehr Dynamik. Oder? Bin ich achtsam, ist es mir bewusst, dann habe ich die Wahlmöglichkeit zu sagen, okay, Stopp, will ich jetzt in dieser Situation wieder so reagieren oder will ich ein neues Muster kultivieren und dann das Wasser auf die neue Mülle fliessen lassen. Und dann habe ich die Möglichkeit, ich werde immer am Anfang, immer ins reaktive Muster gehen, weil das ist am stärksten. Oder? Am geübtesten? Ja, es hat die meiste Dynamik. Mhm. Oder? Und dann, wenn es mir aber bewusst ist und ich achtsam bin, kann ich anfangen, das Wasser umlenken. Oder? Und dann ist es eine Prozessarbeit und das hat dann auch mit Zeit zu tun. Dynamik hier wird ein bisschen weniger, Dynamik beim Neuen wird ein bisschen stärker. Irgendwann tut sich einfach die Dynamik verändern und dann kann ich in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr automatisch da, sondern kann schon vorher die Wahl treffen. Und um das geht es bei mir. Und dann gibt es ja, verschiedene Herangehensweisen, um die Leute zu unterstützen. Aber das ist dann sehr, sehr unterschiedlich, was jeder braucht. Aber das sind dann, genau, und das sind dann aber so Techniksachen. Für den einen sind Atemübungen gut, für den anderen sind Körperübungen gut. Mit dem dritten machst du vielleicht Hypnose noch. Aber das sind nur Techniken, das ist nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist wirklich die Prozessarbeit. Und der trennt sich dann der Spreu vom Weizen. Oder? Wer will das wirklich? Wer will wirklich eine Veränderung? Und wer bleibt dann dran? Und wer möchte eigentlich lieber eine Pille oder eben zu einem, der schnell mit dem Finger schnipst und es ist alles weg und eigentlich nichts dazu tun und den Veränderungsprozess gar nicht mitmachen? Und ja, der wird dann im alten Fahrwasser weitergehen und dort spielt es auch keine Rolle, wo du dann hingehst, oder? Und das finde ich dann auch wieder fair, dass es einem selber liegt, so einen Veränderungsprozess anzustoßen und auch zu machen. Und ja, dort ist dann auch der Klient auch selber verantwortlich, was er daraus macht. Oder? Dass er nicht genau. Der Coach da. Ja, aber auch zuerst, oder zu dem, was du gesagt hast, das Erste, was ich immer sage, oder vielfach kommt dann das, ja, aber das ist schwierig, es tönt so einfach. Mhm. Dann sage ich, ja, es tönt unglaublich einfach, aber ich habe nie gesagt, dass es einfach ist. Das ist das Schwierigste und das Herausforderndste, wo wir uns daran wagen können in unserem ganzen Leben. An die
inneren Prozesse, die laufen, an die Muster, die wir kultiviert haben, die wir einfach drinnen laufen, die seit Kindheit an am Spielen sind. Und das ist eine riesige Herausforderung. Vor allem im Alltag, wo wir sonst gefordert sind, wo viel, viel Informationen und Ereignisse und auf uns einprasseln. Und genau. Fühlen musst und so. Ja, und dort achtsam zu bleiben, oder? Mhm. Und nicht nur zu aussen beobachten und parat sein für das und gleichzeitig auch noch den inneren Prozess beobachten und der dann noch Stopp zu sagen, das ist herausfordernd, oder? Und das, und das braucht Übung. Ja, genau. Und ja, das ist für mich die herausforderndste Aufgabe, die wir uns stellen können. Es ist viel, viel einfacher, im Autopilot durchs Leben zu gehen und einfach, es macht einfach. Mhm. Ist nicht besser, aber einfacher. Welches Muster war denn dein prägendste, wo du jahrelang quasi gehadert hast oder lange hast müssen üben, dass sich das irgendwie dort verändert? Bei mir war es, glaube ich, schon das, dass mich die Leute gerne haben. Oder dass das für mich extrem wichtig war, dass ich geliebt werde, dass mich die Leute gerne haben, dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin. Und das ist für mich schon das Prägendste gewesen. Mhm. Woher ist das gekommen? Das muss auch etwas mit deiner Kindheit sein. Ja, selbstverständlich. Das tust du ja immer in der Kindheit aneignen. Da in die Details gehen, wieso und warum, das ist nicht einmal so spannend und würde ja zu weit führen. Aber bewusst machen, dass das das Muster ist, oder? Und dann dich selber beobachten, was machst du alles dafür, oder? Und das ist ein Muster, wo ich sehr, sehr viel beobachte, oder? Gerade auch bei erfolgreichen Leuten, die bei mir auch, oder? Aus Fußballer dort rein. Fußball hat mir diese Plattform geboten, oder? Ideale Plattform, oder? Über Leistung dann Anerkennung zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, Liebe zu bekommen und dementsprechend ist es dann auch mit dem Muster schwierig gewesen, mit Kritik können umzugehen. Mhm. Weil das ist dann auch wieder genau das Gegenteil, das, was du ja willst, vermeiden willst, über die Leistung und über den Erfolg, dass du eben nicht kritisiert wirst. Und das hast du gelernt in der Kindheit, wenn du kritisiert wirst oder nicht das machst, was erwartet wird, dann tut es weh, einfach nicht körperlich, sondern psychisch weh, weil du kannst mit dem noch nicht so gut umgehen als Kind. Und aus dem heraus entwickeln wir ja die Muster, oder? Und schlussendlich geht es ja eigentlich gar nicht darum, um geliebt zu werden und Anerkennung zu bekommen, sondern nur um keine Schmerzen wieder zu leiden. Also es ist nur ein Schmerzvermeidungsprogramm, das dort läuft. Und dann kannst du auch ganz, ganz viele Sachen machen, oder? Für dass du die Aufmerksamkeit bekommst, für dass du die anderen so gut finden, wie du bist, für dass du die Liebe und Aufmerksamkeit bekommst. Und das ist für mich ganz ein spannender Prozess gewesen, das überhaupt. Bist du dir denn schon bewusst gewesen in deiner Fußballkarriere? Also hast du das schon gemerkt, weißt du, wo du Fußballer gewesen bist? Ja, eigentlich irgendetwas muss mit dem zu tun. Aber du hast vorher schon mal gesagt, mit 20 hat ja eigentlich der Prozess angefangen. Genau. Obwohl man ja, wenn man so in der Karriere anschaut, schon das Gefühl hat, das ist noch lange nicht das Bewusstsein da gewesen. Sonst hättest du gewisse Sachen sicher anders gemacht bei anderen Vereinen, wenn es so darum gegangen ist, einfach geliebt zu werden und anzukommen, oder? Ja, der Prozess hat wirklich mit 20 bei mir angefangen und dort habe ich damals jetzt keine Sportpsychologe oder Mentaltrainer oder so etwas gegeben, die hätte unterstützen können. Mich hat die Thematik immer interessiert. Bei mir ist es immer darum gegangen, Performance-Optimierung. Wie kann ich meine Performance verbessern? Weil im Leistungssport geht es um das. Mit diesem Muster geht es einmal um das. Also ist Performance und Leistung eigentlich das Wichtigste. Und dort habe ich mich mit dem Wirkmechanismus auseinandersetzen. Wieso und warum passiert was? Wie kann ich, oder was ist der innere Zustand, wo ich die beste Leistung kann bringen. Und dort war es Trial and Error gewesen, und das war Prozessarbeit gewesen, und das ist ganz, ganz lang gegangen. Ich denke, dass gewisse Sachen sind mir schon bewusst gewesen während meiner Karriere und sind im Laufe von dieser Karriere auch reingekommen. Und dementsprechend habe ich auch Entscheidungen getroffen. Aber ich habe natürlich auch Nachteile in mir gehabt. Einer, der bis zu einem gewissen Grad natürlich auch hat geliebt werden und Anerkennung bekommen und wollen
so angenommen werden, wie er ist. Mhm. Aber ich hatte einen Anteil in mir, der dann irgendwann mal gesagt hat, hey, nein, jetzt ist gut, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Aber das ist ja sehr ein grosser Anteil, weil sonst das clasht ja irgendwo durch bei dir. Also, sonst hättest du nicht gewisse Sachen gemacht, sagen wir mal deine ganze Optik oder gewisse Verhalten, die du bei Beinen an den Tag gelegt hast. Das ist ja eh fast so zwei Stimmen, die du wahrscheinlich innerlich dann auch fast hast, oder nicht? Nicht zwei Stimmen, sondern es sind verschiedene Facetten. Lieber, nein, verschiedene Facetten, die wir alle haben. Oder? Wir haben alle Facetten in uns. Die Frage ist, welche Facetten von all denen, die wir haben, kultivieren wir? Oder? Mhm. Und meistens kultivieren wir nur die eine oder andere Seite. Und bei mir war es einfach so, ich hatte dort schon... Ich bin auch einer, der freiheitsliebend ist und einfach auch gerne so macht, wie er das für richtig findet, obwohl die Welt das nicht unbedingt für gut empfindet. Und dort habe ich auch, ich habe auch eine sehr mutige Seite in mir drin, oder? Wo dann, die hat sich dann fast darüber weggesetzt, über das, dass lieber... Die hat mir extrem geholfen, natürlich. Ja. Oder? Dass ich nicht nur mache, was die Welt von mir will, sondern dass ich eben dann auch zu mir stehe und Sachen so mache, wie ich das gut finde. Und dann auch kann ich aufnehmen, dass ich kritisiert werde und dass es dann wehtut. Dann war dann die andere Seite wieder gefordert, wo es darum ging, um das aushalten, mit dem können zurechtkommen, selber nicht allzu kritisch mit mir dann umgehen. Und von dem her sind das verschiedene Facetten, die dann immer wieder zum Tragen kommen. Und darum ist das Coaching für mich auch so spannend. Oder? Da sehen wir schon in diesem kleinen Ausschnitt, dass unglaublich viel zusammenkommt. Oder? Es kommen viele verschiedene Facetten. Es ist sehr, sehr komplex. Der Mensch ist viel zu komplex, für dass man da irgendein Kochrezept herausfinden könnte, das bei jedem funktioniert. Und so individuell prägt. Genau. Und das finde ich extrem spannend. Es hat eine unglaubliche Dynamik und es lebt. Oder? Und das finde ich in dem Job, den ich jetzt mache, so extrem spannend. Und das habe ich eigentlich seit 20 Jahren so spannend gefunden, in diesem ganzen Prozess. Oder? Ich habe so viel lernen und für mich einfach dann auch spannende Prozesse, die mir geholfen haben, zum Kultivieren und zum Umsetzen, die dann einfach mehr Lebensqualität haben gegeben. Und schlussendlich geht es um das. Wenn man das dir auch ansieht, also ich denke das zumindest, das haben wir her und Frau Schweiz hat dich auch gefragt, wir sind auf die Straße gegangen und haben gefragt, wer ist eigentlich der Ole Sutter? Was haben Sie das Gefühl, wer sich da hinter deinem Namen versteckt tut? Das sind die Antworten. Herr Sutter, alle haben wir. Genau. Ja, haben wir natürlich auch mal noch gesehen, wo er geshootet hat. 94, genau. USA, weißt du, ja. Hat er noch das Goal gemacht. Ja. Ich habe bei St. Gallen, glaube ich, lang gespielt. Mit noch längeren Haaren, dort mal. Versteht Fußball. Seine Ansätze sind gut. Ich finde, das, was er sagt, sind sehr wichtig. Er ist ein bisschen introvertiert. So. Vegetarier. Manchmal ein bisschen leicht arrogant. Ich glaube, er findet sich selber noch echt lässig. Er hat schöne Augen. Er hat schöne Augen. Das ist ein schöner Mann. Das ist ein ganz schön. Oh, das ist ein schöner Mann. Er ist natürlich ein bisschen älter geworden, ein bisschen gestanden. Er ist, glaube ich, nicht mehr so wild wie früher. Der, der uns sagt, wie man schüttet, wie man es macht. Aber wir vom FC Basel brauchen ihn eigentlich nicht so. Also sehr kompetente Reportage bringt er. Also wie der Russi im Skifahren. Ich weiß nicht, aber ich finde es immer spannend, wenn er redet. Weil ich habe das Gefühl, er hat voll Ahnung von dem, was er erzählt. Ja, ich finde gut, dass ich weiter so, oder? Also ich glaube, was da durchkommt, ist das, was du tust. Ich sehe da natürlich sehr das, was man öffentlich halt von dir erleben kann. Das ist deine Expertenrolle beim Schweizer Fernsehen, wenn es um die Nazi- und Champions League-Spiel geht. Das zeigt sehr, dass du sehr authentisch bist. Zumindest die Leute nehmen das so wahr. Was hat jetzt von dem gestimmt, was wir da gehört haben? Die wilde Seite, hat sie überhaupt jemals bei dir gegeben, habe ich mich gefragt. Nach außen gibt es ja sehr den Rebell und mit dieser anderen Optik und so. Aber hast du dich selber als wilder Typ wahrgenommen? Nein, ich bin weit weg von wild gewesen oder wilde Seite. Sondern vielleicht das was vielleicht von außen interpretiert wird aus wild, das ist vielleicht mehr so der Mut, den ich hatte, oder mich selber zu sein. Und das interpretiert dann jeder wieder anders. Also für mich ist das viel mehr so die mutige Seite, zu mir zu stehen, die Sachen so machen, wie ich das für richtig finde,
egal eben, wie die Welt jetzt das findet, ob jetzt die das gut findet oder nicht. Und dort dann auch ihre grosse Konsequenz, das durchziehen. Oder? Und das wird vielleicht vom einen oder anderen aus wild interpretiert. Aber so im Sinne von wild verrückt bin ich nie gewesen. Ja, du hast nie über die Stränge gestanden, wie andere Fußballer. Du bist exzessiv in den Ausgang gegangen, alle Drogen ausprobiert, was es da so gibt. Ja, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Zum Glück, oder? Aber auch das, ich würde das nicht werten. Jeder hat einen anderen Weg und jeder macht andere Erfahrungen und braucht andere Erfahrungen in seinem Leben. Etwas, was ich in meinem Leben gewährt habe. Ja, es hat nicht zu meinem Lebensweg gepasst. Es ist nicht eine Erfahrung, die ich wollte machen in meinem Leben und haben müssen machen in meinem Leben. Aber ich bin einfach wirklich weggekommen von den anderen Menschen beurteilen oder verurteilen für das, was sie machen, weil auch das habe ich in meinem Buch beurteile niemand, wenn du nicht ein paar Meilen in seinen Mokassins gelaufen bist. Mhm. Weil du weißt nie, was die Triebfedern sind, wieso und warum und ob es richtig ist oder so. Und ja, anhand von dem, was er macht, würde ich das nicht beurteilen, wie er ist. Was macht denn ein schöner Mann? Das Thema Haar. Bist du ein eitler Typ? Oder was ist dir wichtig? Das ist immer schwierig zu beurteilen. Oder? Was ist eitel? Meine Frau die würde vielleicht sagen, nein, die sollte das sonst mal sehen, wenn der sonst rumläuft. Wenn der Heimlaufen hat, ich bin nicht der, der jetzt, wenn er zum Haus ausgeht, immer muss wirklich wie aus dem iPad sein und dass ich mir da Gedanken mache, wie ich aussehe in jeder Sekunde überhaupt nicht. Ich war auch nie einer, der das Gefühl hatte, ich sei der Grösste, Beste und der Schönste. Sondern im Gegenteil eher einer, der ein bisschen kritischer war mit sich. Eher weniger so das Selbstbewusstsein hatte. Und eher ein bisschen zweifelt hat an sich. Und darum, ich selbstverständlich sehe auch ich gerne gut aus, aber auch das immer wieder. Das ist im Auge des Betrachters. Oder? Ich glaube, es geht bei dieser ganzen Geschichte, darum habe ich so ein bisschen gezögert, als du gefragt hast, bist du eitel? Heute habe ich mich so akzeptiert, wie ich bin. Mhm. Oder? Mit all meinen Stärken und all meinen Schwächen. Und ich weiss heute, dass ich nicht perfekt bin und nicht perfekt aussehe. Aber es ist okay, so wie ich aussehe, weil das bin ich. Und ich versuche, aus dem, was ich bin, aus den Stärken und Schwächen, versuche ich dann auch ab und zu mal das Beste daraus zu machen. Also von dem her, wenn ich im Fernsehen bin, dann versuche ich schon, dass es einigermaßen aussieht und dass die Leute nicht vor Schreck auf dem Sofa fallen. Eben, das ist ja dann gleich auch wichtig, oder? Ja, das ist einfach ein Teil davon. Und auch das, ja, mir repräsentiert ja schlussendlich auch etwas. Und was ich repräsentiere, ich repräsentiere mich. Oder? Und ich gebe ein Bild von mir ab. Und ja, ich möchte das Bild von mir abgeben, wenn ich in den Spiegel schaue, dass ich sage, ja, das Bild möchte ich abgeben, wenn mich andere sehen. Aber so aber ist etwas, eine hat ja noch gesagt, arrogant, kommt manchmal ein bisschen arrogant über. Ja, das wäre auch noch ein Punkt gewesen. Das ist eine gute Erklärung. Arroganz ist ja immer nur eine Unsicherheit. Es ist ja nur jemand arrogant, der unsicher ist. Weil jemand, der sicher ist, muss nicht arrogant sein, sondern der tritt einfach selbstbewusst auf und der ist so, wie er ist. Und selbstverständlich hat es bei mir auch manchmal Phasen, in denen ich unsicher bin. Oder? Und dann fängst du an, etwas zu kaschieren und dann ist Arroganz so ein bisschen, oder Distanziertheit. Vielleicht ein probates Hilfsmittel, für über diese Situation hinwegzukommen. Aber da geht es immer wieder darum, wie du eine Arroganz definieren. Oder? Vielfach wird Arroganz so ausgelegt, da hat das Gefühl, es sei etwas Besseres als die anderen.
Oder? Und das ist es, das weiss ich, das ist es bei mir nicht. Mhm. Bei mir kann so die Distanziertheit höchstens kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin etwas schlechter wie die anderen oder ich fühle mich etwas kleiner wie die anderen. Und dann kommt die Überkompensation. Und der, glaube ich, ist es extrem wichtig, wenn wir andere auch beurteilen oder verurteilen, dass sie so oder so sind, dass man vielleicht auch hinter eben die Fassade sieht, was ist es überhaupt, wenn einer arrogant ist. Ist er jetzt, hat er wirklich das Gefühl, er sei besser wie alle anderen? Oder ist es nur ein Stück weit? Genau, eher Unsicherheit, oder? Mhm. Wo dann eher, wie ein Schauspiel vollführt wird. Aber auch diese Facetten kenne ich, ja, wie ich vorhin gesagt habe. Wir haben alle Facetten in uns. Mhm. Du schreibst aus einem Buch, also will man dir ja auch nie geben, also so das ganze Thema in den letzten 3 Jahren auch Vorträge machen, Referate geben, ist für dich ein Riesenschuh gewesen. Das würde man nie denken. Du, wo regelmäßig beim SF quasi im Live bist, live Fernsehen machst, der grösste Schritt, glaube ich, für die meisten Menschen überhaupt, wenn man sich mal überlegt, wo du mit Bayern gespielt hast, da in ein Stadion einlaufen, sind es 80, 85'000 Menschen. Ich hätte den Gocki in Hose, ganz ehrlich. Du sagst, für dich sei das ein riesen Ding, einen Vortrag oder ein Referat zu haben. Darum darfst du dich auch immer bewegen und das ein bisschen anders machen, wie das die anderen machen in der Kommunikation. Auch das prägt aus der Kindheit. Ja. Das, was wir alle wahrscheinlich kennen, irgendwann musst du mal vor die Leute stehen und musst tanzen und singen und es funktioniert dann eben nicht. Das heisst, du hast einschneidende Erlebnisse gemacht in deiner Kindheit. Jetzt nicht über den Fußball, der dazu geführt hat, dass du dort wie ein Hemmschuh schlussendlich jetzt mit rausgezogen hast. Ja, und auch das, oder, sind so Muster, die kultiviert werden in der Kindheit und die ganz, ganz viele haben. Bei mir, ich habe die 2 Beispiele im Buch. Das eine war, ich musste vor der Klasse müssen singen und die ganze Klasse hat mich ausgelacht. Oder einer musste tanzen vor der Klasse und dort haben mich auch alle ausgelacht. Und dort schämst du dich natürlich für dich. Du willst am liebsten im Erdboden verschwinden und das tut weh. Und somit, unser Unterbewusstsein, das merkt sich diese Situation. Oder? Und dann haben wir einen guten Freund bei uns. Und jedes Mal, wenn dann die Situation wieder ähnlich wird, erkennt unser Unterbewusstsein diese Situation. Genau. Achtung, Vorsicht, gefährlich. Potenzielle Gefahr hier. Hier kannst du verletzt werden. Also nichts wie weg. Und dann kommt das autonome Nervensystem, das Stressreaktionen macht. Macht dich parat zum Kämpfen oder Flüchten oder Todstellen. Das ganze Blut geht in die Arme und in die Beine. Hast du nichts mehr im Kopf. Darum haben wir manchmal auch Blackouts, wenn wir in Prüfungen sind, weil es Stress verursacht. Und dann habe ich lange gedacht, dass ich irgendeine Schwäche, die ich habe. Wenn ich vor Leuten stehe und ich habe zitterige Beine und all die Stressreaktionen, oder? Das Herz fängt an flattern und Schweißausbrüche und so. Da dachte ich, hey, spuckt's, weil im Fernsehen habe ich das nie. Das ist ein anderes Setting. Oder? Du hast es nicht erlebt in deiner Kindheit. Ja, das habe ich nie erlebt. Ich habe nie eins zu eins Gespräch mit einer Kamera, die rot leuchtet, wo dann irgendwie. Genau, richtig. Ja. Und somit bin ich dort ruhig, oder ist mein ganzes System ruhig. Beim anderen aber ist es wirklich so, mein bester Freund, mein Unterbewusstsein und mein autonomes Nervensystem, die wollen mich nur retten. Das ist nichts falsch und das ist keine Schwäche. Sondern die wissen nur, es kann potenziell gefährlich sein. Und wenn der Mechanismus bewusst ist, dann kannst du auch mit dem umgehen. Oder? Dann kannst du dem ein bisschen Platz geben, dann bewegst du dich halt auf der Bühne, weil du hast alles Blut in den Armen und den Beinen, dein Körper will sich bewegen, der will kämpfen oder flüchten, somit gibst du ihm deinen Platz. Oder du hast die Arme oder die Hände streicheln und sagst, es ist alles gut, ich bin bei dir. Und irgendwann fängt sich das an beruhigen und spätestens, wenn ich im Auto sitze, ist es wieder vorbei, oder? Und dann geht es mir wieder gut. Aber ich weiss, um was es geht. Und das ist ja auch nicht das Problem, oder? Das Problem wäre nur, wenn die Angst vor dieser Situation so gross wäre, dass ich die Vorträge nicht machen würde, etwas nicht machen in meinem Leben, was ich unglaublich gerne mache, wo ich Leidenschaft und Herzblut dafür empfinde, dann wäre es ein Problem. Oder? Und es gibt so viele Menschen, oder, die so Prägungen haben und sich dann nie mehr wagen, vor Leuten anzustehen. Und aber etwas zu sagen hätten und vielleicht auch gut wären in dem, aber sie wagen es nicht. Und dann hat die Angst eigentlich Macht über unser Leben. Und das ist das, was ich
dann froh bin, habe ich auch den Anteil von dem Mut da, dass ich dann wirklich so verwegen bin und auf die Bühne raufgehe und das einfach mache, auch wenn ich am liebsten würde von sich bin. Ich denke, du, woher kommt denn der Mut? Ich will gleich mal noch schnell gerne in deine Kindheit gehen. Man weiss sehr wenig von dir, wie du aufgewachsen bist. Was war das Prägende in deiner Kindheit? Ich meine, du hast Geschwister gehabt, unter anderem Schwester, die auch behindert ist, einiges jünger ist. Ich bin auch ähnlich aufgewachsen. Mhm. Ich weiss, wie prägend das ist. Du hast das aber selber nie als negativ gewertet. Mhm. Wenn du jetzt so dein Gefühl könntest beschreiben aus deiner Kindheit, was hast du dort mitgenommen? Oder wie war das, so aufzuwachsen? Ich hatte eine super schöne Kindheit, eine sehr unbeschwerte Kindheit. Ein Teil davon ist eben meine Schwester, die 7 Jahre jünger ist, die schwerst behindert auf die Welt ist gekommen. Aber das ist, aber ich war 7-jährig, ein kleines Kind. Das war normal. Es war einfach ein Teil davon. Es war meine Schwester, die war behindert. Aber es hat für mich jetzt in dem Sinn nicht bedeutet, wow, ist Tragödie oder schlimm. Du musst viel helfen. Oder? Ja, doch, das haben wir schon müssen. Ja. Auch zu ihr schauen und die Eltern auch mal haben können vorgehen können. Das hat dann schon beinhaltet, dass mein Bruder und ich auch ein bisschen haben müssen, einfach daheim anpacken und helfen. Aber auch das war normal. Das hat dazu gehört. Aber Ich hatte einen Bruder, der 2 Jahre älter war. Mit dem war ich die ganze Zeit draußen. Wir sind gerade shooten. Wir haben in einem Hochhausquartier gewohnt, mit ganz, ganz vielen Familien und Kindern, wo immer Kinder draußen waren, im Shooten, im Eishockey spielen. Oder wir sind in den Wald gegangen, der gerade um die Ecke war. Wir waren nicht auf Rosenbetten, was finanziell anbelangt, aber uns hat es nie an irgendetwas gemangelt. Also ich hatte eine wunderbare Kindheit gehabt, mit allen Herausforderungen, die das Leben halt auch an Kinder stellt. Und dort, wenn ich zurückschaue, einfach, ja, ist cool gewesen, dass ich diese Kindheit so dürfen erleben. Und ja, egal wie die Kindheit war oder wer war, geprägt hat sie sowieso. Das ist ja bei allen so. Ja. Aber der Mut, wir müssen auf den Mut kommen. Woher kommt der? Der dich ja schon als Fußballer unglaublich geprägt hat. Mhm. Das ist ein Anteil in mir. Ich könnte nicht ein Ereignis sagen, wo das triggert wurde, sondern es ist einfach ein Anteil, der in mir innen ist, immer war. Und was das. Ist das auch als Kind schon. Du hast eine starke Rolle gespielt, den Mut. Ja, ich habe immer Mut gebraucht, weil ich auch immer Angst hatte. Somit konnte ich das auch kultivieren. Oder? Entweder lasse ich alles sein und säckle vor allem davon. Oder ich nehme alle Mut zusammen und mache es gleich. Oder? Und vielleicht hat das ein bisschen dazu geführt, dass ich den Mut oder diese Seite auch kultivieren konnte. Dass ich einer war, der halt vielleicht immer ein bisschen ängstlich war und nichts wollte falsch machen und sich nicht blamieren wollte. Und dann, wenn du mal etwas machen willst und etwas Außergewöhnliches erleben willst, dann musst du halt ein bisschen den Mut zusammennehmen und über den Schatten springen. Und das habe ich immer wieder, die Möglichkeit habe ich immer wieder gehabt. Was auch toll ist bei dir, du bist schon seit Ewigkeit mit deiner Partnerin zusammen. Ich weiß nicht, im Moment die aktuelle Statistik ist, Stadt Zürich ist, glaube ich, nach 5 Jahren Ehe trennt man sich. Sie sind, glaube ich, über 25 Jahre, 20 Jahre verheiratet mittlerweile. Ich meine, sie hat ja den ganzen Prozess mit dir mitbegleitet, oder? Ja. Das oft führt sie dazu, dass wenn sich der eine so entwickelt, dass man dann irgendwann auseinandergeht, wie der andere sich nicht mitentwickelt. Wieso ist das bei euch nicht passiert? Keine Ahnung. Wieso und warum nicht? Wir haben gemeinsam einen Lebensweg beschritten. Wir haben ganz, ganz viel zusammen erlebt und durch das so beide zusammen sehr viel können lernen und beide zusammen können wachsen. Und ich glaube, dass ein Faktor da ist, dass beide bereit sind, sich auch weiterzuentwickeln. Und so ist die Entwicklung vonstatten gegangen. Und schlussendlich, weißt, ist es schwierig zu sagen, was macht Liebe aus, oder? Was ist es überhaupt? Was ist Liebe? Ja, ich habe das in meinem ersten Buch beschrieben, wie ich Liebe definiere. Liebe hat 2 Aspekte. Das eine ist Freude, Begeisterung und Leidenschaft. Das ist der eine Aspekt von Liebe. Und der andere Aspekt ist Akzeptanz. Also Liebe hat ja ganz viel damit zu tun, das Gegenüber so zu akzeptieren, wie es ist. Oder wenn wir uns frisch verliebt haben, dann sehen wir nur das Gute in dem.
gegenüber. Dann sehen wir nur die schönen Sachen. Oder die schräge Nase oder was auch immer uns entgegenschaut. Das sehen wir gar nicht. Die vielleicht Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit, das nehmen wir gar nicht wahr, sondern wir sind nur fasziniert von all dem Guten und all dem Schönen, was uns hier anschaut und was uns entgegenkommt. Und wir konzentrieren uns nur auf das. Und dann akzeptieren wir ja die Person genau so, wie sie ist. Oder? Und irgendwann fallen uns die anderen Sachen auf. Und wenn wir dann auch vielleicht das nicht so Perfekte anfangen kritisieren oder das Gefühl haben, oh, der andere ist schuld in dem, wie er ist, dass es mir schlecht geht, dass ich mich aufrege, dann akzeptieren wir das Gegenüber nicht mehr so, wie es ist, mit allen Stärken und Schwächen. Und ich glaube, das ist so ein Faktor, dass die Akzeptanz, sich einfach so können zu akzeptieren, wie man ist. Und je länger dass man zusammen wohnt, je mehr Macken kommen zum Vorschein, je mehr sehen wir auch das Nicht-Perfekte in der anderen Person. Und je grösser ist natürlich die Gefahr, dass wir diese Sachen nicht akzeptieren. Das kann man jetzt nicht im neuen Buch nachlesen, aber ganz viel anderes, nämlich zum Thema Herz. Zwei Bücher dürfen wir verlosen mit Unterschrift. Das ist toll. Ich möchte auch schnell zeigen, wenn Sie das gerne zuhause stehen hätten und gerne möchten lesen, dann machen Sie jetzt mit. Und das, was Sie machen können, sehen Sie jetzt unten einblendet. Ich glaube, wir können mit dir noch stundenlang weiter reden. Man kann dich aber auch erleben zusammen mit der Melanie, die auch ganz viel zu bieten hat, nämlich in ihren Ferienreisen. Findet man alles auf www.allensutter.ch. Ja. Also, wer Lust hat, darf das auch selber ausprobieren. Danke vielmals für die Offenheit. Es war sehr spannend. Alles Gute für die Zukunft. Danke vielmals. Und ja, hey, ich habe noch ein kleines Geschenk zum Schluss. Geniessen ist ja eh dein grosses Thema. Ja. Auch wenn man dir das nicht ansieht, du machst das sehr gut. Noch etwas zum Geniessen aus meiner Region. Gottlieber hüppen. Gottlieber.ch. Meine Lieblinge. Danke vielmals. Und wir sehen uns auch schon wieder am nächsten Donnerstagabend, 22:00 auf dem Teleclub Prime. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder hineinschauen. Bis dahin gute Zeit, habt sich Sorge, Adi miteinander. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.